herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Amira, ich grüße dich. Deine Frage ist, was kannst du von ihm erwarten? Wird er offener sein? Zeigt er Gefühlen oder hat er noch Blockaden? Das klären wir bei diesem Orakel. Diese Karte in der Mitte hat eine wichtige Botschaft. Das bedeutet Neuigkeiten. Die Kinder symbolisieren Neuigkeiten und ein Geschenk. Und er kommt mit einem Geschenk, mit einer Überraschung. Deine Gegenwart zeigt dieses Bild. Wenn du das anschaust, dann siehst du, wie dieser Mann hier kämpft und ist aber niemand da. Dann frage ich mich, für was kämpft er überhaupt? Und das bedeutet mit anderen Worten, wenn du verunsichert bist und denkst, er muss um dich kämpfen oder ist noch eine andere Frau da und du musst dich behaupten, dann wirst du erkennen, das ist sinnlos, dieser Gedanke, es ist alles in Ordnung. Du musst nicht kämpfen, er muss nicht kämpfen. Er wird etwas tun und diese Neuigkeiten werden kommen und das überrascht dich. Also das heißt mit anderen Worten, hör auf mit Kämpfen und warte auch nicht, dass er um dich kämpft, sondern bewahr die Ruhe, die Gelassenheit und lass dich überraschen. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild. Eine neue Richtung. Etwas, was dich begeistert. Die ganze Bild zeigt hier die Feuerelement. Feuerelement ist schon aktiv, mit voller Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und du wirst auch handeln mit Sicherheit, das zeigt hier den Hand. Aber zeig ihm jetzt kalte Schulter. Aber nicht in dem Sinne, dass du jetzt zurückhaltend bist oder auf die Seite gehst. Zeig schon deine Kraft, deinen Mut, deine Begeisterung, aber in eine andere Richtung. Oder erzähle über etwas, was dich begeistert zurzeit, aber vermittle nicht, dass du Interesse hast. Zeig ihm kein Gefühl, das muss von ihm kommen. Was liegt im Verborgenen? Das zeigt hier die Welt. Das Glück. Das Gefühl zu haben, wow, ich bin so glücklich, ich könnte den ganzen Welt umarmen. Natürlich bedeutet auch Reisen und auch als Zeit bis ein Jahr. Das heißt nicht, dass du ein Jahr lang warten musst, sondern bis dahin hast du ein Bild davon. Und du sollst diese Bilder auch verinnerlichen. Das erkläre ich immer wieder und immer wieder, wie wichtig das ist, eine Vorstellung zu haben über was, was wir erreichen wollen. Und das ist erlaubt zum Träumen. Und die Fantasie ist grenzenlos. Das heißt nicht, dass wir flüchten sollen im Traumwelt. Das meine ich damit gar nicht. Ich bin wirklich bodenständig. Aber wir brauchen Ziele. Und wir sollen das auch beschreiben und bildhaft vorstellen. Sonst haben wir die Orientierung nicht mehr. Und wir brauchen im Leben eine Richtung, wo wir hinschauen können. Weil in diesem Weg gehen wir auch. Also stell dir vor, dieser ideale Zustand. Und pflege diese Bilder. Ich empfehle immer wieder, 5 Minuten, nur 5 Minuten im Tag zur Ruhe kommen. Und die Augen schließen und wohlfühlen und vorstellen, diese Bilder pflegen. Weil das bedeutet, wir lenken da Aufmerksamkeit, wir nehmen dafür Zeit und Energie und diese Energie manifestiert sich. Und wenn dieser Traum vorstellbar ist, also realistisch, dann kommt es auch so, weil genau das manifestiert sich auch.
Wie verhält er sich im Gegenwart? Er hat hier einen Sieg und er hat die Vergangenheit etwas abgeschlossen. Das ist für ihn wie eine Art Befreiung. Endlich aufatmen. Worüber macht er Gedanken, das in seinen Gefühlen und seinen Erinnerungen? Das ist auch eine gewisse Nostalgie dabei. Das kann auch Erinnerungen sein an seine Kindheit. Was kannst du von ihm erwarten? Er überreicht diesen Kelch und das zeigt seinen Gefühlen und du wirst das auch annehmen. Und diese Überraschung, das wird kommen. Jetzt kannst du fragen, wann? Das bewegt sich jetzt schon in diese Richtung. Aber du solltest auf zwei Dinge achten. Aufhören zum Kämpfen. Es ist keine Herausforderung da, du hast ihn. Außerdem, du musst nicht zeigen, dass du auf ihn stehst, überhaupt nicht. Schau in eine andere Richtung. Aber sei trotzdem aktiv. Vermitteln ihm all das, was dich begeistert. Du wirst sehen, wie schnell hier alles in Bewegung kommt. Die Kinder symbolisieren auch als Zeitkarte diese Schnelligkeit. Das erlebst du schon in den Tagen. Und dieses Bild ist auch ein wichtiger Botschaft, zuhören. Ja, was sollst du zuhören? Erstens, was er sagt. Zweitens, und das würde ich betonen, was deine inneren Stimme sagt. Lausch auf deine inneren Stimme und handel intuitiv. Das hörst du aber nur, wenn du zum Ruhe kommst, zurückziehst, deine Augen schließt und verbindest du dich mit dir selbst, mit deinen Seelen, mit deinen Inneren. Liebe Amira, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.